Hallo und herzlich willkommen zu DullyTV spielt Monster Hunter World. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir haben in der letzten Folge das Korallenriffgebiet erforscht. Und ich habe in der Zeit ein bisschen weitergespielt. Und zwar ist es jetzt so gekommen, dass ich mir ein neues Apartment aussuchen durfte. Und das sieht so aus. Das nicht fresh, das Luxus-Apartment. Hat hier so einen geilen kleinen Bäumchen. Und man hat hier schon so Haustiere habe ich hier reingetan und ein Aquarium mit riesigen Fischen. Und die kann man sich sogar angucken. Ist das nicht legendär? Guck mal. Wow. Und wie es dazu gekommen ist, dass ich dieses Apartment bekommen habe, das zeige ich euch jetzt nochmal kurz. So sah das nämlich aus, als ich das Ganze bekommen habe. Und jetzt gehen wir zurück in das Quest-Aufgabegebiet, aka Zuhause, und holen uns dort eine Quest, bei der wir nämlich das erste Monster im neuen Gebiet killen müssen. Das wird auf jeden Fall interessant, möchte ich mal behaupten. Neue Quest bekannt machen. Und da haben wir nämlich die Aufgabe aufgeblasene Probleme. Erjage einen Paolumomumumu. Den machen wir mal. Abschließen. Go, go, go. Da nehme ich jetzt nochmal keinen Gutschein für, denn wer weiß, ob ich das schaffe und dann ist ein Gutschein weg. Da habe ich keine Lust drauf. Aber was ich mache, bevor ich starte, ich werde eben meine Objekte verwalten. Ach, hier sind doch schon ganz gute Sachen dabei. Perfekt ausgerüstet. Dann rennen wir noch einmal kurz zum Ernteboy und holen mal unsere Ernte ab, wenn wir welche haben. Schauen wir gleich mal nach. Haben wir noch nicht. Okay. Das heißt, es geht jetzt erstmal los Richtung Kantine. Und in der Kantine holen wir uns einen kleinen Snack. Und dann starten wir direkt mit der Quest. Da nehmen wir doch mal Angriff hoch, Verteidigung hoch. Ich bin für Angriff hoch. Angriff hoch, das ist gut. Frisch gestärkt, würde ich sagen, steigen wir direkt ein ins Abenteuer. Möchtest du Quest aufbrechen? Ja, möchte ich. Und in der letzten Folge haben wir ja auch sogar schon dieses gute Tierchen nämlich gesehen. Das war das süße kleine weiße Gelump, was da so uns als erstes begutachtet hat. Mal gespannt, wie das Ganze aussehen wird. Ja, nochmal hier erst an die Truhe. Okay. Und nehmen das hier alles mit. Mitnehmen, mitnehmen. Kiste leer machen, sehr schön. Und dann schauen wir einfach mal, wo sich der Gute denn befindet. Alte Fußspuren. Ich würde sagen, den folgen wir jetzt einfach erstmal. Wäre natürlich legendär, wir würden gar nicht lange suchen müssen. Das wäre legendär. Hier sind wir wieder bei den Face Moppets von Zurück in die Zukunft. Ach, per Anhalt durch die Galaxis meine ich natürlich. Und hier, Steine. Oh, ich glaube, ich habe die Spur verloren, oder? Spur verloren? Da war noch eine Spur. Noch eine Spur und noch eine Spur. Ich glaube, wir sind. Müsste sich ja gleich hier befinden. Ich glaube, wir haben das Monster gleich. Oh nein! Ich habe die Ranke verpasst. Das ist natürlich ungünstig. Da muss ich nochmal hoch. Da muss ich nochmal hochklettern. Ach, ich mag einfach dieses Korallengebiet hier.
Das sieht so geil aus. Hier. Yeah. Und Ranke. Hä? Du kommst ja da nicht rüber. Wieso verflixt komme ich denn da nicht rüber? Aha. Muss ich da irgendwie spezial was machen? Nein. Ich habe jetzt ein Dings bekommen. Ein Wingsuit. Aber. Hier, warte mal, wie komme ich denn da rüber? Angeblich springen, aber. Boah, das war knapp. Gut, hat geklappt. Man muss richtig abspringen. Finde ich aber doch relativ kurz, diese Liane. Muss ich sagen. Da dran zu kommen, schwierig. Aber, geil, guck mal, wir haben jetzt schon gleich ein neues Level erreicht. Juhu. Oh, der sieht so niedlich aus. Okay, doch nicht mehr. Der sah gerade niedlich aus. Paolumu. Aua. Okay. Okay, okay. Komm, komm. Ich renn hier durch. Ah, das ist natürlich auch. Oh, der ging gut. Der war gut. Komm. Komm her. Willst du doch auch. Renn da durch. Was war das denn? Bin eingepennt? Aber er ist auch eingepennt. Was muss ich machen? Kann ich irgendwas machen? Okay, er ist eingepennt. Das nutzen wir doch. Die Kraftbeschichtung. Und dann machen wir... So, der ging hier schön durch. Oh, der kriegt gerade so aus Stressbrett. Oh, 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 das war knapp. Renn, 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 du Sau. Megatrank. Oh oh, Alter, heftig. Einfach mal ein One-Shot? Respekt. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay. Ja. Ration. Ration nehmen wir uns. Dann nehmen wir uns direkt noch den Machtsamen. Und den Diamantsamen. Halten wir ein bisschen mehr aus. Und teilen ein bisschen mehr aus. So, wo ist er denn? Wo ist er denn? Da hinten. Oh nein, jetzt müssen wir gleich wieder über die Klippe springen. Klappt das? Wäre schön. Aber geiler Gegner. Ich mag den vom Design her sehr. Also es ist gut gelungen. Das sieht irgendwie niedlich aus, aber man, wenn er dann angreift, dann macht's Aua. Genauso muss ein Gegner sein. Gefällt mir sehr gut. Oh, wer bist du denn? Ach, da ist Satsuki. Den brauchen wir jetzt nicht.
Nice. Perfekt. Direkt beim ersten Mal. So, wo bist du denn? Honig nehmen wir mit. Da ist er. Aua, aua, aua. Aber er hat mich nur umgeworfen. Nichts abgezogen. Dragon Piercer! Ah! Na, komm her. Wo bist du? Jetzt nochmal. Volle Breite. Und rein damit. Boah, der ging komplett durch. Das ist so befriedigend. Interessiert das irgendwie nicht so doll, wenn er irgendwo durchrennen muss, ne? Oh, 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 oh. One-Shot? Nein. Hör auf. Lass mich in Ruhe. Oh fuck. Uah. Da springen wir doch mal runter, oder? Und rein damit. Schön, 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 schön. Ne, den krieg ich nicht mehr. Der ist weg, da fliegt er. Da fliegt er einfach. Okay, jetzt müssen wir hinterher. Da müssen wir hinterher. Los. Und rauf da. Ey, diese Fliegegegner, ne? Die sind auch immer crazy, dass man so lang hinterher rennen muss. Aber ich mag den. Ist ein cooler Gegner. Gefällt mir bis jetzt sehr gut. Mal dran denken, gleich wieder die Bären zu nehmen. Und den Machtsamen nehmen wir auch noch. Ach, Dings. Und go, go, go. Der rennt aber auch immer durch und das interessiert ihn gar nicht. Und runter. Weg, 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 weg. Knapp, knapp, knapp. Oh, der hat gesessen. Sehr gut. Keine Ausdauer mehr. Dann nehmen wir jetzt Dragon Piercer. Oh! Fuck. Aua, 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 aua. Ich brauch dringend einen Megatrank. Oh, der hat aber auch crazy Attacken drauf. Na, komm zu mir. Aua, 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 aua. Da muss ich nochmal einen Trank nehmen.
Komm, 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 komm. Die sind aber auch überhaupt nicht interessiert, dass er durch die Steine läuft. Okay, jetzt haben wir nur noch Nahkampf-Beschichtung. Das muss jetzt reichen. Boah, Alter, das ist aber auch ein heftiger Kampf. Komm, komm, jetzt geht er durch. Scheiße. Shield die Mac, schütze. Oh oh. Da muss ich wegrennen. Da muss ich wegrennen. Fuck, Alter, der zieht auch immer so viel ab, ey. Aua, aua, aua. Das war knapp. Das war noch knapper. Ra, ra, ra. Okay, Megatrank ist drin. Oh, 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 geil. Guckt euch das an. Jetzt gibt's richtig aufs Fressbrett. Guckt euch das an. Okay. Das sieht schon mal heftig aus, was da gerade passiert. Nein, jetzt bitte nicht mich auch noch. Ich will doch gar nichts von dir. Lass mich bitte in Ruhe. Kämpf doch lieber mit dem anderen. Okay, ich sprinte jetzt einfach so weit meine Beine mich tragen. Versteck mich hier. In der Hecke. Stecke ich mich einfach in der Hecke. Okay, das hat mehr oder weniger geklappt. Gut. Das hat... Jetzt haben wir den wieder aktiviert. Jetzt müssen wir den irgendwie in die Richtung müssen wir. Okay. Heftiger Fight. Der ist hier immer noch, ey. Nein, geh weg. Ich will doch gar nichts von dir. Geh doch weg. Aua! Aua! Ich will nix von dir! So, lässt er mich jetzt in Ruhe? Er ist da hinten. Paliolum bum bum. Der ist da hinten. Ich muss irgendwie an ihm vorbei. Jetzt chillt er jetzt auch natürlich die ganze Zeit, ne? Der denkt sich wahrscheinlich auch, oh, der Idiot wieder. Jetzt ist der hier wieder am Start. Ich jump jetzt hier einfach runter. So. Egal. Ich glaube, das hat geklappt. Ich glaube, das hat geklappt. Ja, gut, das hat geklappt. Jetzt müssen wir uns wieder um den anderen kümmern. Okay. Hier lang, würde ich sagen. Dann hier hoch. Oh, das nervt aber auch immer, wenn dann so ein anderes Riesenmonster noch dazwischen rumhängt. Ach. Will man einfach mal in Ruhe jemanden aufs Maul hauen, dann kommt da wieder ein größerer.
So, wo ist er denn? Pennt er gerade? Er pennt gerade. Der Legendär. Dann nehmen wir uns noch einen Machtsamen. Einen Diamantsamen. Dann hacken wir komplett in ihn rein. So. Na komm. Außer Reichweite. Jetzt renn doch mal durch die Steine hier. Oh, jetzt ist er wieder weg. Ist er schon wieder weg? Fliegt jetzt, glaube ich, hoch, oder? Fliegt er hoch? Kann das sein? Ja, da kommt er! Oh Gott! Da kommt er rein. Kann ich auf ihn jumpen? Wahrscheinlich nicht, wenn er seine Blaseattacke gerade macht. Warte ich die nochmal eben ab. Ich würde mich gern direkt auf ihn droppen lassen, so ungefähr. Ah, hat natürlich nicht geklappt. Oh, 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 oh. Geh weg, geh weg, geh weg. Ah. Der humpelt ja noch nicht mal. Oh, perfekt. Und noch ein. Oh, 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 oh. Aua, 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 aua. Ja, Mann! Geil! Jetzt schnell zurück zur Forschungsbasis. Ich bin am Verhungern. Heftiger Fight. Alter, das war jetzt zum Ende hin wirklich anstrengend. Kann ich nicht anders sagen. Baby, Aber geiles Monster. Palolomomo. Da gucken wir uns doch gleich direkt bei die Rüstung an. Wie man von dem bzw. aus ihm machen kann. Puh. Das war crazy. Hier noch irgendwas zum Aufsammeln? So vielleicht. Wenn man diese Vespoiden nämlich aufsammelt, dann kann man sich da auch so eine geile Rüstung draus bauen. Und den kriegen wir noch. Nice. Perfekt gepasst. Sehr gut. Quest erfüllt. Das freut mich doch sehr. Schön den ganzen Schmuh hier einpacken. Zack, 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 zack. First Try haben wir den erledigt. Ist das nicht legendär? Gab's schon Siegesgeheul? Glaube nicht. Dann jetzt. Palico-Stufe. Nice. Okay, cool. Bestätigen. Geiles Match. Er hat sich gut geschlagen, aber ich habe ihn härter geschlagen. Könnt ihr euch merken. Cutscene. Meisterin der Flotte. 3-3 Punkte. Endlich.
Die Ballons sind befestigt und das Luftschiff ist bereit, dank dir und dem großartigen Luftschiffingenieur. Wir haben unsere Vorbereitung ebenfalls abgeschlossen. Wir können also jederzeit aufbrechen, wenn du soweit bist. Eine Sache sollte ich aber wohl noch erwähnen. Wir haben keinen Testflug gemacht. Das ist doch kein Problem für dich, oder? Ach Quatsch, wer mit Air Berlin geflogen ist. Wenn du bereit bist, sag einfach Bescheid, dann brechen wir ins Tal der Verwesung auf. Geilo, Schmeilo, Tal der Verwesung. Solltest du dich nicht etwas vorbereiten, bevor du ins Tal der Verwesung aufbrichst? But why? Ja, okay, ich bereite mich vor. Gibt's hier irgendwas? Hast du mir was zu erzählen? Anscheinend nicht. Außer dummes Gelächter hat sie nichts mehr zu erzählen. Okay. Mit euch rede ich jetzt nicht weiter. Jetzt einmal an meine Box. Dort schmeiße ich eben die Sachen raus, die ich gerade nicht brauche. Dich. Dann gehen wir zum Schmied. Weltkarte. Astera. Schmiede. Jo. Und dann gucken wir uns mal die Paololomo Rüstung an. Und schauen mal, was die kann. Hat sich gereimt. Hoffentlich sieht die geil aus. Hallo, mein Freund. Oh, du hast sogar ein Ausrufezeichen. Geil. Spalte in Schuhe, bla 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 bla. Dauerhaft, ich bearbeite Materialien. Wirf einen Blick auf die neue Verbesserungsoption für deine Waffe. Also, sammeln wir mal zusammen. Cool. Ausrüstung schmieden. Rüstung. Paolomo. Da haben wir ihn doch. Und die sieht so toll nicht geil aus mit diesem viel zu großen Kapitänshut. Obwohl, Captain Claudius, eigentlich ist das eine geile Sache. Oh Mann, ey. Ja, okay. Nee, also da finde ich die schon geiler. Also die kann man sich zum Spaß anziehen, aber mehr auch nicht. Ach, okay. Waffen? Kann ich vielleicht mir einen geileren Bogen bauen? Da können wir auch mal reinschauen. Was sagst du hier? Den Baum kennen wir noch nicht. Gibt keinen Paolomo-Baum. Egal. Nun, das soll es erstmal gewesen sein für diese Folge. Monster Hunter World. Wir haben ein süßes kleines Monster erledigt, das doch gar nicht so süß war. Und ich würde sagen, mit diesem schönen Blick auf diesen Wasserfall, den wir uns vorher noch nicht angesehen haben, sage ich tschüss, vielen Dank fürs Einschalten, liken, teilen, kommentieren nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, DudiTV macht geile Sachen und ihr seid dabei. Ciao! Oh, ich glaube, es wäre besser, wenn wir uns jetzt küssen. Warum? Wir kommen zum Ende. Seht ihr? Oh, mein Liebling. Also, ist das gut. Oh, mein Liebling. Sieht nach einem großen Ende aus. Oh!